Herzlich willkommen zu diesem längst schon überfälligen Video, in dem ich dir erzählen werde, was 2018 so passiert. Und ich sag dir gleich, es passiert viel. Es wird ein fantastisches, ein großartiges Jahr. Ich habe ganz viele Ideen, Projekte, schon wirklich fertige Sachen hier liegen, die dich mit Sicherheit erfreuen werden und dich berühren und inspirieren werden. Ich fange gleich direkt an. Das Allercoolste, was ich in diesem Jahr vielleicht erstmal gleich zu berichten habe, ist, ich habe meine eigene Plattenfirma gegründet. Seon Music heißt jetzt mein eigenes Label und alle zukünftigen Musikstücke oder alle Alben, die ich veröffentlichen werde, alle Musikveröffentlichungen, kurz gesagt, werden über diese Plattenfirma veröffentlicht. Das bedeutet, ich kann jetzt noch freier, noch unabhängiger und noch schneller veröffentlichen und arbeiten und freue mich sehr, das mit dir teilen zu können. Zu dieser Plattenfirma gibt es später nochmal ein kleineres Video, in dem ich dir erklären werde, was man damit noch so anstellen kann. Da habe ich schon ein paar Ideen und so viel dazu erstmal vorab. Ich werde über diese Plattenfirma als allererstes mein neues Album veröffentlichen. Mein neues Album wird im Mai, Juni, vielleicht Juli, aber ich denke doch eher Mai, Juni rauskommen. Ich kann dir noch kein ganz genaues Datum sagen, weil es noch nicht ganz feststeht. Ich arbeite schon sehr lange an dem Album. Es trägt den Titel Samurai – Zwischen den Welten. Und ich werde dir das Konzept und die Gedanken zu dem Album in dem späteren Video auch nochmal erklären. Ich kann dich jetzt aber schon wissen lassen, dass es fantastisch wird. Es wird wirklich ein grandioses Album. Ich habe die Texte fast alle fertig. Wir haben fast alles schon fertig komponiert. Es fehlen noch zwei Stücke. Ich habe es wieder mit dem begnadeten Komponisten Marius Mikat alias Jack Center zusammen erschaffen, der beste Arbeit geleistet hat. Es wird ein wirklich ganz, ganz tief berührendes Album. Es hat viele Hip-Hop-Elemente drin, mehr als zuvor, aber auch noch viel mehr Filmmusikcharakter. Wir haben wie so einen asiatischen Film für dich gezaubert, der dich in ganz verschiedene Richtungen mitnimmt, eben zwischen den Welten. Und ich habe ein ganz tolles Grafikteam am Start, Dunja und Mike, die die Cosmic Cine Film Festivals veranstalten, die designen das Ganze mit mir. Wir haben einen Top-Fotografen, super Studios in München. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das wird definitiv das beste Album von mir, das ich persönlich je gemacht habe. Ich bin mit der Leistung jetzt schon super zufrieden. Und ja, ich freue mich darauf, das mit dir bald teilen zu können. Du wirst es auf meiner Homepage bekommen. Und ich möchte an der Stelle noch kurz was erklären. Ganz viele Leute fragen, warum gibt es deine Mucke nicht bei Spotify und nicht bei iTunes und vielleicht Spirit eben schon, aber die anderen Alben nicht. Ich erkläre dir das ganz kurz. Ich weiß, dass das voll bequem und super praktisch ist als Endverbraucher auf Spotify, ganz schnell so viel Musik zu bekommen. Ich als Künstler verdiene da aber wirklich fast nichts. Und für Alben wie die, das ich jetzt gerade mache, Alben wie Samurai, lege ich echt viel Kohle hin. Das kostet so viel wie ein Neuwagen. Und wenn ich so ein Album produziere, bin ich auch darauf angewiesen, dass ein bisschen was zurückkommt. Und deswegen kann man meine Musik bei mir kaufen. Wir arbeiten momentan dran und das wird funktionieren, dass man auf meiner Homepage alle Songs und alle Alben downloaden kann. Und für einen gewissen Betrag alles sofort digital verfügbar haben wird. Auf der Rubrik, in der Rubrik Musik auf meiner Seite, seon-music.de, wirst du die Alben und die Songs einzeln downloaden können, sehr, sehr bald. Und es wäre super, wenn du die Chance auch wahrnimmst, weil du mich damit unterstützt und mir weiter erlaubst, Mucke auf dem Niveau machen zu können und auch noch ein paar Stufen höher zu gehen. Und das wird auch bei dem nächsten Album so funktionieren, bei Samurai, dass wir ein ganz tolles Artwork haben. Wir haben richtige, also Dunja und Mike haben richtige Welten erschaffen, von Hand gezeichnete Bilder und richtig abgefahren. Deswegen will ich dir das auch als Geschenk mitgeben. Und wir haben überlegt, um die Leute, die nur digital Musik haben wollen, auch wirklich zu bereichern, werden wir zu jedem Album einen Download-Code beifügen. Das bedeutet, wenn du dir mein Album kaufst oder bestellst, bekommst du es handsigniert mit einem super Design nach Hause, hast eine CD und hast den Download-Code. Das heißt, du kannst es dir jederzeit digital komplett runterziehen auf dein Handy, auf dein Tablet, was auch immer. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du die Chance annimmst, wahrnimmst und uns damit eben auch unterstützt und hilfst, da noch mehr erschaffen zu können. Ja, in diesem Jahr wird es auf jeden Fall noch eine große Tour geben. Ich bin jetzt schon mittendrin. Wir waren gerade in Frankfurt. Frankfurt war ganz ausverkauft. Wir hatten ein kleines Theater gemietet. Und für die in Frankfurt, die jetzt noch kein Ticket bekommen haben, weil es im Vorverkauf schon keine Tickets mehr gab eigentlich, die seien beruhigt. Ich komme im September wieder zur Samurai-Tour. Ich habe jetzt schon tolle Theater angeschrieben mit vielen Plätzen, dass wir genug Platz für alle haben und dass im September in Frankfurt auf jeden Fall alle ein Ticket bekommen. In zwei Wochen oder drei, ich glaube am 3., 4. Februar bin ich in Wien. All meine Freunde aus Österreich, kommt bitte zahlreich nach Wien. Ich habe das Spektakel gemietet. Dort will ich ein Spektakel mit euch feiern.
Und es ist wahrscheinlich das einzige Konzert in diesem Jahr in Österreich. Das ist zumindest jetzt das einzig festgeplante. Wir sind am Ende am Attersee natürlich nochmal, aber so großes Seeum-Konzert ist es dort wahrscheinlich das einzige. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr von den Städten im Umland nach Wien kommt und dort mit uns ein bisschen am Zeiger dreht. Ich habe eine ganz tolle Tour geplant. Ich habe ein neues Showprogramm geschrieben, neues Bühnenprogramm. Das ist die Im Zeichen des Guten Tour. Und da will ich schon einige Songs vom neuen Album zeigen und natürlich auch ganz viele alte klassische Stücke, Geschichten und ganz viel Berührendes aus meinem Leben. Berührendes aus meinem Leben, guter Hinweis, guter Übergang. Ich werde ein neues Buch veröffentlichen über den Schima Medienverlag. Dazu erst später mehr, auch den Titel verrate ich noch nicht. Jedoch wird es ganz viele meiner persönlichen Geschichten und meiner Reise zwischen diesen Welten beinhalten. Sehr humorvoll, lyrisch, poetisch und natürlich sehr tiefgehend mit Inspiration für dich und dein Leben. Darüber informiere ich dich auch später. Das passiert definitiv alles dieses Jahr noch. Und es wird auch die große Samurai-Konzerttour geben. Da sind wir in vielen, vielen Städten. Es gibt noch ein paar Tickets für Hamburg. Da sind wir in 3-4 Wochen Stuttgart. Da gebe ich ein Konzert, ein Benefizkonzert in einem Eltern-Kind-Zentrum. Das ist also für einen guten Zweck. Ich gebe meine Gage sozusagen komplett ab. Und ihr könnt da hinkommen und könnt das Eltern-Kind-Zentrum unterstützen, dass die einfach noch mehr erschaffen und im Zeichen des Guten tun können. Dann haben wir in Stuttgart noch ein Seminar, da gibt es noch ein paar Karten. In Freiburg haben wir noch ein paar Karten. Und in Hamburg und in Bremervörde gibt es ein Seminar dieses Jahr noch. Alles im Februar, März, so in dem Zeitraum. Was es auch noch Tolles gibt, ich habe für einen großen Film die Musik schreiben dürfen, für einen Film über Schamanismus. Und das ist eine Schamanin, eine Meisterschamanin, die ganz viele verschiedene Schamanenvölker auf der Welt besucht hat, mit einem großen Filmteam und darüber einen Film gemacht hat. Ich durfte die Musik dazu mit Marius machen, den Text schreiben und einen Song, der heißt Wächter der Zeit, wird auch auf meinem Album sein. Und diesen Song werde ich euch definitiv auch demnächst nochmal zeigen und ihr werdet davon noch einiges hören und sehen. Dann bin ich auf einer schönen DVD. Ich blende euch ganz kurz ein. Das ist eine DVD von Thomas Schmelzer, der Moderator von Mystica TV. Ich finde es super schön, er hat all diese Best-of-Interviews von Spiritualität im Alltag sozusagen zusammengefasst, auch ein paar Sätze von mir und diese DVD rausgebracht. Dazu möchte ich dich auch einladen, es einfach mal anzuschauen. Ansonsten haben wir, und jetzt ein ganz großes Danke an euch alle, die erste Auflage von Sternenstaub fast ganz ausverkauft. Ich bin super dankbar und deswegen danke an jeden Einzelnen, der sich das Album geholt hat. Ist richtig, richtig krass. Und es führt jetzt zu dem kleinen Special. Ich zeige euch das ganz kurz. Das hier ist die erste CD, die Erstauflage. Die ist in einem matten Druck gemacht worden. Das bedeutet in einem Inside-Out-Druckverfahren. Und die Neuauflage ist in Hochglanz gedruckt worden. Wir haben innen nochmal ein bisschen anderes Design. Alma von Sacred Designs hat das super toll gemacht. Und es gibt noch 150, glaube ich, von dieser alten. Wenn ihr die alte jetzt noch bestellt, seid ihr definitiv die ganz wenigen, die von der Erstauflage ein Original besitzen, weil die wird so nie wieder hergestellt werden. Das heißt, die bekommt definitiv einen Sammlerwert später. Wenn ihr die neue wollt, habt ihr noch ein bisschen abgefahrenere Grafiken drin. Und ja, ich sage euch einfach, dass in ungefähr 2-3 Wochen die neue rausgeht und von der alten gibt es noch ein paar. Wenn welche von euch speziell die alte oder neue wollen, schreibt mir einfach in der Bestellung ein Vermerk dazu und dann tue ich das, was ihr gerne hättet, was die CD betrifft. Und ja, an der Stelle nochmal danke für das tolle Jahr 2017. Das war für mich richtig krass. Ich habe so viele Konzerte geben dürfen, so viele Menschen treffen dürfen und ich bin echt von Herzen gerührt, dass ich diesen Traum leben darf. Und dank jedem von euch, dass ihr das da draußen möglich macht. Es gibt noch viel mehr in diesem Jahr. Wir sind viel auf Reisen, wir werden Musikvideos drehen, wir haben ganz viele tolle Sachen vor. Und an der Stelle möchte ich jetzt erstmal nur sagen, danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr das Ganze unterstützt. Und abonniert den Kanal, wenn ihr weiter von mir alle Infos sehen wollt. Ihr könnt definitiv bei allen Konzerten jetzt noch Tickets bekommen, wenn ihr mir eine Mail schreibt. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir uns sehen. Es gibt sehr viel zu hören, sehr viel zu sehen. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe mir noch ein schönes neues Projekt überlegt, um die Wartezeit zu verkürzen. Die Wartezeit zum Album. Es wird einen kleinen Rückblick von mir geben. Ich nenne es irgendwie Rückblick in Songs oder so. Überlegt mir das nochmal. Anja Katharina Riesterer hat mich draufgebracht, eine ganz tolle Marketing-Expertin. Und zwar werde ich alte Songs, die keiner von euch kennt,
noch einmal in kurzen Videos vorstellen und sie dann zeigen. Songs, die vielleicht 10 Jahre alt sind, werde so ein bisschen was dazu erzählen, wie in dem Video, das es hier schon gibt, wo ich erzähle, dass mein Traum wahr geworden ist. Und in diesen Videos erkläre ich euch die Hintergründe zu den Songs und ihr bekommt die Songs praktisch einfach so nochmal gratis geschenkt. Als Verkürzung zur Wartezeit. Bis es soweit ist, achtet auf das Gute, achtet auf gute Gedanken, bleibt im Herzen und lasst es euch gut gehen. Ciao.